Wettermäßig hat es ja am vergangenen Wochenende einen herben Rückschlag gegeben, wie ihr hier wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Dementsprechend bin ich heute auch nur auf den breiten Gassen unterwegs, sage ich mal. Und deswegen ist auch in der vergangenen Woche erstmal mein Video wieder ausgefallen, weil ich keine Lust hatte, irgendwas aus dem Büro zu machen. Im Moment sind wir schon wieder auf dem Weg der Besserung. Ist natürlich auch temperaturmäßig wieder ein ziemlicher Rückschlag jetzt mit 4 Grad. Aber Hauptsache erstmal wieder fahren. Und ich wollte mich unterhalten mit euch über Kalimoto. Beziehungsweise eigentlich sogar an die Kalimoto-Leute direkt mich mal so ein bisschen wenden. Aber nicht, was jetzt wahrscheinlich viele vermuten, wegen der neuen Version. Zu der mache ich dann auch mal irgendwann ein Videochen, aber habe ja noch zwei andere in der Warteschlange, wo es um Navigation und sowas geht, die vorher dran sind. Nein, es geht um den GPX-Import. Und da habe ich doch was, da bin ich einfach nicht mit einverstanden, wie das bei Kalimoto im Moment funktioniert. Und mal abgesehen davon, dass ich das halt gern mal zu Kalimoto verdeutlichen würde hier in dem Video, interessiert mich natürlich auch eure Meinung dazu, ob ich da so ein bisschen einfach nur penetrant bin oder ob euch das in Anführungszeichen ähnlich geht wie mir. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es um Kalimoto gehen, aber wie schon im Intro erwähnt, nicht darum, was sich jetzt bei der neuen Version getan hat, sondern eher, was sich bei der neuen Version nicht getan hat. Das Video brennt mir also schon eine ganze Zeit auf der Seele. Irgendwann wurde dann die neue Version angekündigt und dann dachte ich mir, komm, jetzt wartest du noch ab. Kann ja sein, dass in der neuen Version das Problem schon behoben worden ist, aber ist es nicht. Und deswegen will ich es heute halt nochmal angehen. Und es geht halt um das Importieren von GPX-Dateien. Und da aber nur um bestimmte Arten von GPX-Dateien. Kurzer Exkurs. GPX-Dateien sind ja generell Dateien zum Austauschen von diesen Wegpunkten, Tracks und Routen und so weiter. Ist ein XML-Format, was halt relativ simpel gehalten ist, von irgendeiner Firma irgendwann mal sozusagen etabliert worden ist und die meisten folgen dem Standard. Er ist im Prinzip relativ einfach gestrickt, aber gerade so Firmen wie Garmin machen da nochmal Erweiterungen hinten dran, diese aber auch sauber dokumentieren, und bei XML gibt es halt so eine spezielle Datei, in der man halt genau sagen kann, wie das XML-Format auszusehen hat, damit es valide ist. Also das macht Garmin wiederum bei ihren ganzen Erweiterungen auch schön penibel, fein säuberlich. Also man kann damit schon recht gut was anfangen. Es gibt natürlich immer welche, die das ein bisschen umbiegen einfach und einfach mal so noch was dran flicken, ohne diese genaue Dokumentation und die Validierung. Aber ich sag mal, um das, was es mir heute geht, das sind wirklich die kompletten Basics. So. Und da gibt es ja auch noch den Punkt, dass man in einer GPX-Datei drei verschiedene Informationen und die auch mehrfach speichern kann. Das heißt, wir können in einer GPX-Datei in Track speichern. Das ist sozusagen wie so eine Brotkrumenspur, wo er jetzt von einer gefahrenen oder geplanten Route wirklich so alle paar hundert Meter einen Wegpunkt setzt und sagt, genau hier soll es lang gehen. Das ist der Track. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Route zu speichern. Bei einer Route hat man jetzt wirklich nur bestimmte Wegpunkte, die man sozusagen anfahren will. Da haben wir jetzt, also beim Track hat man mehrere hundert, mehrere tausend Wegpunkte drin, die halt wirklich haargenau eure Tour abstecken. Bei einer Route gebt ihr jetzt wirklich nur die Wegpunkte an, die ihr anfahren wollt. Und alles, was dazwischen liegt, macht dann quasi die Navi-Software. Die sucht sich eine Route oder eine Tour aus, wie man von dem einen Wegpunkt zum nächsten kommt.
Das heißt, Wegpunkte sind einfach nur dann, keine Ahnung, 5, 10 Wegpunkte, die ihr habt, die ihr abfahren wollt, wo ihr irgendwo hinfahren wollt im Normalfall und vielleicht auch dort anhalten wollt. Und die in einer vorgegebenen Reihenfolge, dass die Navi-Software dann genau weiß, in der Reihenfolge will ich die Wegpunkte abfahren. Und die dritte Variante sind halt einfach nur lose Wegpunkte oder ja, die sind dann eigentlich so als POIs gedacht, dass er einfach nur sagt, hier, da gibt es bestimmte Plätze auf der Karte, wo irgendwas Interessantes ist. Die sind aber jetzt quasi erstmal zusammenhanglos. Die sind einfach nur eine Sammlung von Wegpunkten. Und wie gesagt, von allem könnt ihr auch mehrere Versionen, mehrere Varianten in einer GPX-Datei speichern. Ihr könntet theoretisch auch 2 Tracks, 3 Tracks in eine GPX-Datei speichern oder 2 Routen, 3 Routen, Wegpunkte ja sowieso. So, das erstmal kurz als kurzer Exkurs über GPX-Dateien und worum es mir geht. Kalimoto an sich beherrscht ja den GPX-Import, das denke ich mal, wissen wir alle. Und für mich funktioniert halt eigentlich nur der Import von GPX-Tracks richtig. Das machen die richtig geil. Das heißt, ihr habt eine GPX-Datei, in der ein Track gespeichert ist, der genau sagt, wo soll es lang gehen. Und wenn Kalimoto das sozusagen importiert, dann versucht er diesen Track genauso so genau wie möglich nachzubilden und setzt halt eigene Wegpunkte, die dann quasi diese Route nachbilden. Das heißt, der setzt die Wegpunkte so, dass mit dem Kalimoto-Algorithmus sozusagen wieder dieselbe Strecke rauskommt wie beim Track. Funktioniert wie gesagt super. Ihr seht auch nach dem Import so eine grüne Linie im Zweifelsfall. Das ist quasi der original importierte Track und dann seht ihr eure rote Linie, wie Kalimoto das nachgebildet hat. Das heißt, überall wo was Grünes rausblitzt, wisst ihr, da weicht Kalimoto von dem eigentlichen Track ab. Dann könnt ihr euch das angucken, könnt es im Zweifelsfall noch korrigieren. Das funktioniert super. Einwandfrei, super geile Sache. Und da werden dann halt, wie gesagt, Kalimoto setzt dann halt wahllos irgendwelche Wegpunkte von sich aus dahin, um halt diese Route irgendwie hinzukriegen, damit ihr dann halt bei der Navigation das entsprechend auch alles richtig habt. Alles super. So. Sobald jetzt aber eine GPX-Datei kommt, die entweder eine Route drin hat oder Wegpunkte einfach nur, finde ich, baut Kalimoto einfach nur Mist. Also das ist für mich einfach nicht zu gebrauchen und es ist für mich auch halt null nachvollziehbar, warum das so passiert. Ja, ich habe mich da auch schon mit dem Kalimoto Support auseinandergesetzt und da versuche ich ja schon immer irgendwie zu verdeutlichen, dass ich zumindest meines Erachtens nach schon weiß, wovon ich spreche, wenn ich denen sage, hier, ich glaube, das funktioniert nicht richtig. Ja. Aber dann gibt es natürlich im ersten Moment erstmal wieder so diese, ich sag mal, banalen First-Level-Support-Antworten. Ja. Ja, das sind ja GPX-Dateien und das machen ja viele falsch und die ist bestimmt kaputt und ja, und nur wenn wir das machen, machen wir es richtig, so nach dem Motto. Und mit so Antworten tue ich mich natürlich schwer. Dann stecke ich da meistens einen Haufen Arbeit rein, finde ich, habe ich bei dem mal jetzt auch wieder gemacht, um nachzuweisen, hier Leute, guckt euch das doch mal an. Ich liefere Beispiele mit Screenshots, was passiert, wenn er importiert und dass das einfach nur Müll ist. Was passiert nämlich, ihr importiert eine Route mit Wegpunkten nur drin, also nur 5, 6, 7 Stück drin, importiert die ins Kalimoto rein. Wenn er das im Web macht, kriegt er auch wieder schön diese grüne Linie angezeigt. Das heißt, ihr erkennt, dass Kalimoto die GPX-Datei lesen konnte. Ihr erkennt an der grünen Linie, an den gezackten Punkten, weil überall, wo sie so ein bisschen abknickt, da war ein Wegpunkt, den ihr gesetzt habt, dass er die richtig gelesen hat, dass er die verstanden hat. Und was macht Kalimoto? Er nimmt vielleicht mal die Hälfte von den Wegpunkten, die da drin steht,
und dichtet einfach nur ein paar andere dazu, die überhaupt nichts mit eurer Route zu tun haben, und macht wiederum dann eine Strecke zusammen, die auch gar nichts mit dem zu tun hat, was ihr eigentlich wollt. Zumindest so verstehe ich das. Ich meine, wenn ich eine GPX-Datei reinlade, wo ich sage, da sind bestimmt Wegpunkte drin, das sind Wegpunkte, die ich anfahren will, dann hätte ich die halt auch gerne im Kalimodo als Wegpunkte drin. Und dann soll Kalimodo sein Magic machen mit seinem Kurvenalgorithmus und soll die Wegpunkte schön miteinander verbinden, dass ich eine richtig geile Route habe. Aber was machen sie? Sie ignorieren die Hälfte von den Wegpunkten, die da drin sind, und schnörkeln da was hin. So nach dem Motto, du hast doch gar keine Ahnung, was du willst. Hier, ich zeig dir, was du eigentlich willst. Will ich aber nicht. Also wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Es wäre, wenn ich dran denke, diesen Track wirklich dann in Kalimodo zu importieren und nachzubilden, da kann ich mir als in Anführungszeichen Programmierer gar nicht vorstellen, wie heavy das ist, das wirklich hinzukriegen, ein Programm dazu zu kriegen, das hinzumachen. Aber bei dem, was ich jetzt da hier eigentlich meine, 5, 6, 7, 10 Wegpunkte zu nehmen und die einfach nur 1:1 in die Wegpunktliste von Kalimodo zu übertragen, das kann doch nicht schwer sein, oder das kann doch nicht wirklich so ein Beinbruch sein. Ich meine, ich verstehe auch wiederum, dass Kalimodo an sich ein bisschen ein anderes Konzept verfolgt. Die wollen es halt einfach so einfach wie möglich für euch halten, eine schöne Route liefern und euch darauf navigieren. Verstehe ich. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch beim Kalimodo gar nicht den Unterschied zwischen einem Wegpunkt und einem Via-Punkt, was man halt bei Garmin zum Beispiel hat, dass man halt wirklich sagt, hier, das ist einfach nur ein Wegpunkt, den wir nicht haben, um die Strecke, die Route an einer bestimmten Stelle lang zu führen. Aber interessieren tut er mich eigentlich nicht. Das ist nur Mittel zum Zweck und einem richtigen Stopp, wo er dann sagt, hier, da will ich aber anhalten. Da will ich auch darauf hingewiesen werden, dass ich den jetzt erreicht habe. Und wenn dann schon die Hälfte von den Wegpunkten einfach ignoriert wird, dann ist das halt total hinfällig. Ja. Normalerweise kriegt man ja zumindest bei Kalimodo seine Wegpunkte auf der Karte noch angezeigt, auch wenn sie nicht angesagt werden. Also für mich ist das halt totaler Nonsens und ich weiß nicht warum, und ich verstehe auch nicht, warum ich trotz aller Bemühungen da so gar kein Verständnis halt mal irgendwo angekommen ist, dass verstanden worden ist, was ich damit sagen wollte. Es kommt eigentlich immer nur wieder dieser Hinweis, ja, GPX-Dateien, bla bla, und das kann man ja so und so sehen. Ich finde es halt nicht, ich weiß ja nicht, und das ist der Punkt, wo ihr jetzt gefragt seid, bitte mal unten in den Kommentaren, liege ich denn mit meiner Erwartungshaltung da so falsch, wenn es darum geht, wirklich GPX-Dateien mit Routen oder mit Wegpunkten zu importieren, weil ich sag mal, mein Standardanwendungsfall dafür ist zum Beispiel Passknacker. Ja, ich gehe einfach in Passknacker rein, suche mir eine Ecke aus. Ich weiß halt aus Erfahrung, wenn ich Passknackerpunkte für meine Routenplanung verwende, da kommt immer was Geiles bei raus. Das ist einfach nur geil. Das heißt, ich gehe in Passknacker rein, suche mir ein paar Wegpunkte aus, lass mir die als GPX exportieren, Passknacker schreibt die dann raus, wirklich einfach nur als Wegpunkte, noch nicht mal als Route. So, wenn ich die jetzt zum Beispiel ins kurviger.de reinlade, passiert genau das, was ich gerne hätte. Die Punkte werden 1:1 als Wegpunkte in die Planung übernommen. Da stehen sogar die Namen noch da, finde ich immer herrlich. Und Kurviger versucht dann einfach die Wegpunkte mit dem gewählten kurvigen Algorithmus entsprechend zu verbinden. Bob, einwandfrei. Wenn ich dasselbe halt beim Kalimodo mache, wie gesagt, Murks. Ja. Und ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich hoffe mal, dass jetzt anhand von der Erklärung vielleicht doch noch mal jemand bei Kalimodo guckt und überlegt, ob das nicht doch eine Option ist für sie, das so zu machen. Und wie gesagt, noch mal an euch, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ist das wirklich jetzt so eine Spinnerei von mir, dass ich sage, das müsste aber eigentlich so sein? Oder ist das auch eure Erwartungshaltung? Weil wenn man das nämlich dann so macht, ich habe es jetzt dann halt mal teilweise händisch gemacht. Ja? Ich meine, man kann ja die
die GPS-Koordinaten sich entsprechend kopieren, beim Kalimodo einfügen. Dann habe ich dann halt mal händisch diese Punkte in die Liste gemacht und dann ist genau das, was ich gern hätte. Ich habe meine Wegpunkte, die ich anfahren will, und dann drehe ich nur am Reglerchen und sage, mit welcher Kurvigkeit oder wie auch immer, mit welchem Routing-Option ich die entsprechend verbinden will. Und dann habe ich meine Tour und habe da Einfluss drauf und habe aber trotzdem die Punkte, die ich gerne anfahren würde. So, meckern Ende. Mal gucken. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ich bin auch gespannt, ob Kalimodo sich vielleicht daraufhin mal regt, sich das mal anhört, mein Gejammer, und vielleicht mal was sagt. Vielleicht auch mir einfach nur einen Grund liefert von deren Seite, warum sie das so machen. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Und ich fahre jetzt wieder heim. Mein Tank ist auch fast leer. Von daher passt das wieder. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.